Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 26. Februar 2019 mit dem Video Spiegel der Liebe. Der Spiegel der Liebe kommt meistens bei mir am Samstags und zwar auch mit der Legeschablone, meine Kollegin Lichtenergie, also Simone Licht. Und da ihr mitbekommen habt, dass ich am Samstag eine Ausbildung im Reiki 1 hier gegeben habe, bin ich dazu nicht gekommen, dieses Video zu machen. Und da ich heute hier mit diesen großen Skatkarten legen werde, habe ich jetzt die Schablone nicht genommen, das ist einfach viel zu groß dafür, die Karten sind viel zu groß dafür, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es macht euch Freude, ich habe auch noch einige Karten, wie gewohnt auch von der Lichtenergie, von der Simone Licht, auch meine Karten als Seelenbotschaft hier, also für dich und natürlich auch für deinen Herzensmenschen dabei. Und diese Legung ist gültig von heute, von 26. Februar bis zum 2. März 2019, also bis am Samstag. Bevor wir mit den Karten beginnen, bitte ich dich, dass du dich voll und ganz auf dich und deine Situation einstimmst. Schließe deine Augen und tauche in der Energie der Kristallschale hinein. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die Botschaften. Also ich beginne mit deiner Seite. Also was denkst du? Was denkst du jetzt in diesen kommenden paar Tagen? Liebe Engel, bitte gib mir ein paar Hinweise, was mein Zuschauer oder Zuschauerin gerade jetzt in ihrer Verbindung, in der Liebe denkt. Da brauche ich drei Karten dafür. So, liebe Engel, bitte, was denkt meine Zuschauer oder Zuschauerin? Ja, das sind jetzt schon sehr viele Karten. So, nach der Reihenfolge. Ich hoffe, so war das auch richtig. Und was fühlt meine Zuschauerin, mein Zuschauer? Das sind sehr, sehr große Karten. Ist auch mit dem Mischen ein wenig schwieriger. Aber ich finde das toll. Das kann man richtig schön in der Kamera sehen. Also ich habe heute auch schon die Tagesbotschaft gemacht und habe auch schon Feedback darüber erhalten. Natürlich sind das Tagestendenzen, was wir hier machen. Und es muss auch nicht für jeden zutreffen oder passen. Das sind ja allgemeine Legungen. Natürlich ist immer in deine persönliche Legung immer alles anders, ja. So, und jetzt die Seite deines Gegenübers. Aber dennoch, die Karten machen was mit einem, wenn du da wirklich in Resonanz gehst und genau das fühlst oder das so für dich annehmen kannst, dann wird es auch für dich wichtige Botschaft beinhalten. Eine persönliche Beratung ist das auch natürlich immer anders. Ich stimme mich voll und ganz auf dich ein. So, was fühlt dein Gegenüber jetzt in diese Tagen? Was fühlt er denn? Ich möchte sein Gefühl. Bitte, liebe Engel, noch zwei Karten. Brauche ich noch zwei Karten?
Genau. Was hier der Herzensmensch so gerade fühlt, ja? Und jetzt, was so als nächstes im Außen kommt. So, liebe Engel, brauche ich noch hier drei Karten. Ich mische das jetzt hier auch vor Ort, damit du das auch siehst, dass es hier wirklich authentisch ist. Ja. Hoppala. So, und natürlich werde ich auch die Karten gleich aufdecken. So, und jetzt hätte ich gerne also eine Seelenbotschaft. Eine Seelenbotschaft. Deine Seele, also deine Seelenbotschaft. Und das habe ich aus dem Kartendeck meine Kollegin. Also deine Seelenbotschaft. Also die Communication with the Soulmate von Simone Licht. Lichtenergie. Und natürlich eine Seelenbotschaft deines Gegenübers. Und hier kamen auch zwei Karten. So, dann wird das schon alles stimmen. Ich würde gerne jetzt auch nochmal von der Simone Licht auch die Karte nehmen. Die finde ich nämlich auch sehr schön. Auch so schön gemacht, so auf alt gemacht. Also das gefällt mir auch aus dem früheren Leben. So, und das war deine Seelenbotschaft jetzt oder ein Hinweis, aus welchem Leben ihr euch kennt. Und das ist hier von deinem Gegenüber, die Karte. So, dann würde ich gerne noch der Engel der Liebe Karte nehmen. Das kennt ihr alle von Doreen Virtue. Das kennt ihr, Engel der Liebe Orakel. Das kennt ihr wahrscheinlich die meisten, die solche Orakel anschauen. So. Und jetzt würde ich noch eine Tarot ziehen. Eine für dich. Und eine für dein Gegenüber. Und der bekommt hier wieder zwei Karten. Das wird auch schon ein langer Orakel, soweit ich das jetzt schon sehen kann oder beurteilen kann. Ich würde gerne nochmal ein paar Karten von dem Soulmate-Lauf-Orakel, auch von der Lichtenergie, nehmen. Ich finde die Karten einfach schön, weil ich das auch ganz intuitiv deuten kann. So, wenn so viele Karten kommen, also das war ein ganzer Stapel, das kann ich nicht lassen, aber das sind zwei Kartendecks und liebe Engel, ich bitte hier, vier Karten hätte ich gern. Vier Karten, die Seelenbotschaft für meine Zuschauerin und meinen Zuschauer. Vier Karten hätte ich gern. So, und vier Karten natürlich als Seelenbotschaft hier für dein Gegenüber. Ich habe die Karten noch gar nicht gesehen. Hier kamen jetzt mehrere. Vier Karten wollte ich, also ich glaube, die zwei lasse ich. Nee, das sind sieben sogar. Ja, aber bei deinem Gegenüber, das sind schon ohnehin sehr, sehr viele Karten gekommen. So, dann würde ich sagen, wir beginnen hier mit deiner Seite. Was denkst und fühlst du in dieser Woche und wo ihr euch spiegelt? Das fängt schon hier toll an. Also ich hoffe, du gehst hier mit ihm Resonanz. Was fühlst du?
Und was als nächstes so im Außen auf dich zukommt? Und die letzte Karte, also hier von der untersten Karte vom Deck. Also hier ist die Lebensfreude, die freudige Überraschung. Also die Energie, du erwartest eine freudige Überraschung, worüber du dich sehr freuen würdest. Die Karten in dieser Woche, also von heute, von 26. bis zum 2. März, also sind hier. So, hoffentlich kannst du das sehen. Das ist hier die Herz 7. Und die Herz 7 steht für das Verliebtsein, für die Anziehung, für die Freude, allgemein für positive Gefühle zu deinem Herzensmenschen, zu deinem Seelenpartner oder Herzensmenschen. Du spürst diese starke Gefühle, die Anziehung, und also im Kopf nimmst du das auch so wahr, dass das dein Herzensmensch ist, dass du auch verliebt bist. Dennoch nimmst du auch in deinem Kopf wahr, dass es hier auch immer wieder Probleme in dieser Verbindung gibt und dass diese Verbindung auch immer wieder kränkelt, dass es nicht weitergeht. Das spürst du, das beschäftigt dich in deinem Kopf. Also das spielt hier eine zentrale Rolle bei dir in dieser Woche, also bis einschließlich Samstag. Im Herzen fühlst du diese Traurigkeit, das sind auch Tränen, du bist wirklich traurig auch die Woche, also Grundtendenz, du bist traurig, das raubt dir auch Energie, raubt dir Kraft. Du arbeitest allerdings auch an dir, das zu verarbeiten. Hier zeigt sich auch eine Frau, eventuell eine Freundin, die gerade hier bei dir ist. Entweder ist hier eine Freundin, die dich unterstützt, oder sind hier zwei Damen, die dich unterstützen in deinem Gefühl, dass die dich trösten, falls du traurig bist. Oder fühlst du hier, dass da noch an deinem Herzensmenschen, dass da eventuell noch eine Frau da ist und du bist zu dir selber ehrlich im Herzen und bist intelligent genug und sagst du dir auch, ist da jetzt noch einer an seiner Seite? Eventuell weißt du das auch gar nicht, aber von Herz, von Gefühl her bist du durchaus traurig. Das raubt dir auch die Lebensfreude. Also es wäre schön, wenn du wieder in deine Lebensfreude kommen würdest und erwartest auch hier eventuell etwas von deinem Herzensmenschen, eine freudige Überraschung, damit du wieder aufblühen kannst. Hier die Karte, die junge Dame, zeigt hier jemanden, eine ehrliche, eine intelligente, eine liebe Person, eine liebe Frau. Und du bist mit dir auch ehrlich und du bist auch sehr liebevoll mit dir und ja, also bist auch verliebt und du hoffst dir diese feste Verbindung, diese Erfüllung in der Liebe mit deinen Herzensmenschen. Du hoffst da drauf und das kommt auch im Außen auf dich zu. Diese emotionale Verbindung, diese feste familiäre Verbindung kommt auf dich zu. Allerdings dauert das noch. Also das ist hier die Karte, die weite Entfernung, dass es hier einfach auch noch eine lange Zeit dauern wird und das ärgert dich noch in gewisser Weise. Also das kannst du aber auch gut überwinden. Was dich noch in dieser Woche beschäftigt, also diese Anziehung, dass du einfach davon nicht wegkommst. Du spürst diese Anziehung in dir und kannst du es dir nicht abstellen. Und das ärgert dich so ein bisschen. Auf eine Art ist das schön, macht dich dann aber auch wieder traurig, zieht dich auch wieder hinunter, weil du immer denken musst. Und ja, diese ganze Liebe hier, also das ist die Herz 10, das ist die höchste Erfüllung in der Liebe. Also dieses große Liebe kränkelt ein wenig durch deine Traurigkeit. Wichtig wäre, dass du in deine positive Gefühl
bekommst und dass du dieses positive Gefühl immer wieder hervorhebst und aus dieser Traurigkeit auch rausgehst. Allerdings diese Tränen und Traurigkeit, das ist auch etwas Altes. Also ich würde sagen, etwas auch Karmisches vielleicht bei dir. Diese Erinnerungen kommen von früher in dir hoch. Diese Gefühle triggern etwas bei dir. Dieses Gefühl kennst du schon von irgendwoher. Diese Traurigkeit, diese melancholische, diese Zurückgewiesenheit eventuell, falls hier noch eine Partnerin da ist, dass du nicht diese Nummer 1 spielst bei deinem Herzensmenschen, und das macht dich, das zieht dich runter. Also die Anziehung fühlst du hier, die Anziehung in der Liebe. Jetzt deutet diese Personenkarte das mal so, mal so. Du bist hin und her gerissen. Du bist hin und her gerissen. Du hast die Anziehung, dann willst du das auch wieder nicht wahrhaben. Da bist du hin und her gerissen zwischen Gefühl und Liebe. Also du kannst es nicht abstellen. Und du spürst auch, dass hier dein Herzensmensch weiter weg ist bei dir, dass der auch eventuell materialistisch eingestellt ist, und du ärgerst dich darüber, und ja, du bist auch traurig darüber, dass er dich nicht so als Mensch sieht. Ich muss jetzt mal meine Musik suchen, dass ich noch mal hier meine Musik anmache. So, genau. Und also das kränkelt bei dir diese ganze Tage, also so eine Grundstimmung, wie ich das auch gesagt habe. Ja, tut mir leid, ich kann dir hier auch nichts anderes so sagen, dass es dir im Moment also seelisch nicht so toll geht. Aber trotzdem, das sind nur ein paar Tage, versuche immer in dieses positive Gefühl hineinzukommen, positiv dir immer zu visualisieren, dir immer das positive Ausgang vorzustellen, allgemein, dann kommst du auch mehr in deine Lebensfreude, und vielleicht kommt dann auch eine positive Überraschung auf dich oder eine unerwartete freudige Überraschung auf dich. Ich würde gerne jetzt deine Seelenbotschaft hier anschauen, was die Karten sagen. Und die Karten sagen Familienprobleme. Familienprobleme sind der Grund, warum ich mich bei dir nicht melde. Von allen Seiten strömt es bei mir ein. Alle wollen was von mir, alle zerren an mir. Frau, Kinder, Mutter, Vater, Tante, Onkel und so weiter. Ich bin zurzeit überfordert. Im Moment ist das kein Platz für dich. Und im Moment kein Platz für dich in meinem Leben, so gern ich mir das wünschen würde. Übersetzt auf dich, weil das ist deine Seelenbotschaft. Vielleicht hast du auch momentan viel um die Ohren, vielleicht hast du auch viele Verpflichtungen, vielleicht auch viel geplant, vielleicht hast du auch Mutter oder Eltern allgemein oder Kinder, die dich brauchen. Vielleicht planst du auch etwas momentan, bist du auch überfordert, und eventuell deswegen geht auch dieses Prozess dann oder eure Verbindung nicht so weiter, weil du jetzt noch gar nicht dafür frei bist. Das ist nicht negativ gemeint, aber fühle in dich hinein. Vielleicht planst du auch viele Dinge, die du noch machen wolltest, was du noch in deinem Leben angehen wolltest. Vielleicht hast du konkrete Pläne, und da passt der Seelenpartner eventuell oder der Wunschpartner noch nicht hinein. Das ist deine Seelenbotschaft, und das kennst du aus der Hinduismus. Also euch verbindet etwas aus Hinduismus. Vielleicht erinnerst du dich auch heute besonders daran oder schwingt hier etwas in dir hoch. Also Hindu, fühle in dich hinein, was es mit dir macht. Das kann sein, dass du zu dieser Zeit oder in dieser Kultur gelebt hast, dass du da auch dass du dich hingezogen fühlst in diese Richtung.
Das ist jetzt aus dem früheren Leben, schwingt hier noch mit in diese Woche hoch. Und hier wiederholt sich auch noch mal Probleme in der Familie heilen. Also dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Also wenn du hier Elternthemen hast, wie kann man den Eltern vergeben? Natürlich erstmal auch mit Bewusstwerdung, natürlich auch mit vielen Vergebungsritualen kannst du das auch machen. Aber ich hatte heute auch eine Beratung, wo ich meine Klientin das systemische Familienaufstellung empfohlen habe. Das biete ich noch nicht an. Also das habe ich auch noch nicht gelernt. Ich habe darüber viel gelesen und das finde ich auch immer wieder ein spannendes Thema. Wenn man alles, also in der Familie, also Stellvertreter nimmt und bestimmte Dinge dann also so aufarbeiten kann und lösen kann. So, deine Seelenbotschaft ist noch, hier kamen noch 4 Karten von Soulmate Love Oracle. Also es kam in erster Linie die Transformation für dich. Also das heißt, dass du etwas transformieren wirst in dieser Woche und das ist ein Glück für dich. Also alte Glaubenssätze, alte Gefühle, alles, also für dich wirklich zu transformieren. Und kommt auch nochmal das Ritual für dich. Eventuell, dass du auch ein spirituelles Ritual für dich vornimmst. Also entweder, dass du es machst oder für dich machen lässt. Das kann in verschiedene Richtungen sein. Das kann jetzt auch, wenn wir das Neumondritual haben. Heute haben wir den Viertelmond, den abnehmenden Mond. So meine Teilnehmerinnen nehmen auch noch heute daran teil, die sich zur Manifestation der Wünsche bei mir eingetragen haben. Da gibt es auch ein Ritual und natürlich eine Chakrenreinigung. Also es geht auch, dass du mal eventuell deine Chakren überprüfst, ob da auch noch alles gut im Fluss ist. Da man auch mit dem Seelenpartner oft verbunden ist, raubt es auch oft durch diesen unsichtbaren Band, wie du siehst, raubt das auch Energie. Wenn du irgendwo Energie hast und er Mangel, ihr seid miteinander verbunden, also er zieht wahrscheinlich von dir Energie. Und dass du da wirklich auch hineinfühlst, ob du vielleicht so eine Chakrenreinigung brauchst, also dich auszugleichen. Und dann kam nochmal der Tarot für dich und da kamen die 2 Kelche in diesem Gold. Wunderschön. Also diese 2 Kelche, die stehen immer fürs Gefühl. Also Kelchkarten stehen immer für das Gefühl in diesen kommenden Tagen. Und Moment. Und also die 2 Kelche stehen für überfließende Gefühle, für Liebe, für empfangende Liebe, glückliche Beziehung und emotionale Austausch. Also siehst du, es kommen auch andere Zeiten auf dich zu, auch wenn jetzt die Grundstimmung nicht so positiv sich hier durch deine Traurigkeit auswirkt. Deswegen überdenk mal deine Gedanken, ob du auch deine Gedanken, vielleicht auch deine Gefühle doch nicht positiv richten magst. Also die Bereitschaft ist bei dir da, Liebe zu empfangen und das macht dich attraktiver, das macht dich anziehend. Und also es ist wichtig, dass du dich auch selbst so für dich hingibst, diese Liebe spürst. Und auch diese Liebe teils, auch in deinem Umfeld, nicht nur mit deinen Seelenpartner, sondern dass du dich liebevoll einstimmst. Achte auf die Liebe auch, die dir entgegengebracht wird von deinem Umfeld. Und dass du dennoch offen bleibst und tief in dich hineinschaust und genießt wirklich, was das Leben für dich bereithält. Wenn jetzt welche schöne Blicke oder eine Flirt auf dich zukommt und eine schöne Geste von irgendjemand, dass du das annimmst und nicht nur im Gedanken bei deinem Herzensmenschen oder Seelenpartner verweist, wenn ihr noch nicht zusammen seid. Dass du wirklich bereit bist, diese Liebe, dich für die Liebe zu öffnen, in Liebesbeziehung zu sein und dass das auch bereit bist, in dein Leben eintreten zu lassen. So, ich würde gerne auch noch aus dem Kartendeck Rika auf Wolke 7 noch eine Karte für dich
ziehen, sind meine eigenen Karten. Und da kommt auch schon die erste Karte. Geh mehr in das Gefühl der Freude. Durch deine Freude wird alles beschwingter und glücklicher. Betrachte alles durch die Augen der Freude und vereine dich mit den himmlischen Kräften der Engel. Wenn du wirklich in dieses Gefühl der Freude hineingehst, dann fühlt sich das auch für dich viel, viel, denke ich mir, viel, viel besser an. Dann kommst du in diese Leichtigkeit. Und auch schon von der Energie her verändert sich auch einiges bei dir. So, ich würde gerne jetzt bei deinem Herzensmenschen die Legung hier anschauen. Also ich hoffe, die großen Karten seht ihr besser. Ihr findet ja alle meine, alle diese Skatlegung toll. Das kommt so gut bei euch ein. Freue ich mich. Natürlich müsst ihr auch in euch hineinfühlen, inwiefern das mit euch in Resonanz geht. Also es kann auch jetzt nicht für alle Menschen 100% stimmen. Das geht ja gar nicht. Ne? Es passt mal für einen oder den anderen, für die anderen dann wiederum nicht. Ne? Aber wie gesagt, gerne auch in eine persönliche Beratung. So, bei deinem Gegenüber sieht es schon viel besser aus. Also siehst du, der Macht der Gedanken. Der Macht der Gedanken. Oh, das gefällt mir. Siehst du, das ist in diese Woche, auch wenn der heute, also die Tagesbotschaft, nicht so positiv ausgefallen war. So, das ist jetzt in diesen kommenden Tagen durchaus positiv, wie du auch schon siehst, die roten Karten. Was beschäftigt deinen Gegenüber, deinen Herzensmenschen? Hier nochmal die Karte. Also die Karte ist eine ältere Herz, steht auch hier zum Beispiel für einen Chef oder so eine Cheffigur. Eine, ja, einfach auch für einen Chef oder ältere Mann oder einen Partner. In dem Falle ist das eine Charaktereigenschaft. Zeigt sich hier, dass er Angst hat, seine Gefühle zu zeigen. Zeigt sich im Außen kühl, reserviert. Ja, zeigt sich auch autoritär, also selbstbewusst im Außen zeigt er sich schon, dass er halt autoritär ist, also von Körperhaltung wahrscheinlich auch. Und ist aber jemand, der vielleicht auch ein Stückchen unsicher ist und dagegen das alles so versteckt hinter einer Maske, der zum Beispiel auch eifersüchtig ist und diese Haltung als Abwehr, für, als Schutzpanzer einfach für sich nimmt und braucht. Also der zeigt es nur so. Also im Kopf, was ihn beschäftigt, also ihn beschäftigt, wirklich beschäftigen ihm hier die Nachrichten. Also er spielt mit den Gedanken, auf dich zuzukommen. Und hier sind wirklich überfließende Gefühle, die größte Erfüllung in der Liebe, in seinem Kopf. Also er fühlt ganz viel für dich. Fühlt viel für dich. Also Gefühle sind da. Es sind aber auch bei ihm noch alte Themen, die immer wieder hier auftauchen. Also diese alten Themen sind aus seiner Vergangenheit, vielleicht auch innere Kindthemen, vielleicht auch so Mutterthemen. Das muss nicht immer negativ sein. Was ihm sehr geprägt hat in seine Entwicklung, dass er also vieles so für sich mitgenommen hat. Vielleicht kann der auch nicht zu seinen Gefühlen stehen, kann der keine Verantwortung übernehmen. Der möchte am liebsten sorgenfrei sein, möchte diese Freiheit haben, Sorgenfreiheit haben. Das kann auch hier sein Gedankenfluss sein. In der Herzebene legt er sich selber in ein Bild, also ist für sich selber, nimmt sich auch selber wichtig. Also es geht auch darum, er möchte sich auch gut fühlen. Und hier kommt die Karte, dass es etwas kränkelt. Also dieser Prozess schlaucht ihm schon. Also falls ihr euch in diesem Seelenpartnerprozess befindet, also gehe ich davon aus, diese Verbindung schlaucht ihm also sehr. Ihm ist auch sehr wichtig, wie das hier in der Öffentlichkeit, wie er
dasteht, was er ausstrahlt, was die anderen Menschen von ihm denken. Ja, und also der schaut schon in deine Richtung. Der schaut sehr in deine Richtung und der fühlt auch einiges für dich, aber dennoch in der Öffentlichkeit, wie er dasteht, in diese öffentliche Gebäude, das ist jetzt momentan noch sein Gefühl, was ihm noch kränkelt. Wie wird es sein, wenn der in der Öffentlichkeit zu dir stehen würde? Oder was würden die anderen sagen? Das sind seine Themen, seine, überhaupt seine Gefühle auch. Ja, das macht ihm dann auch wiederum Angst, wie das ankommt. Jetzt schau mal hier die letzten Karten an, in Außen. Das ist unglaublich. Also die starke Anziehung, die Verliebtheit, die Sexualität, die Freude, alles ist da. Die Seelenpartnerschaft, die Zufriedenheit und Harmonie und Herzheilung in dieser Woche. Also bei deinem Gegenüber passiert eine ganze Menge. Es tut sich viel mehr im Hintergrund, als du dir das vorstellen kannst. Natürlich gibt es auch immer wieder Tage, wo es mal einem nicht so gut geht, auch gefühlsmäßig nicht so gut geht, wo man auch sagt, naja gut, ich halte schon noch an meine Partnerschaft fest, versuche ich was zu kitten, was zu heilen, was wieder in Gleichgewicht zu bringen, solche Dinge. Aber das sagt mir hier, dass es also eine Menge Gefühl für dich da ist. Und auch im Kopf, also er wünscht sich diese größte Erfüllung in der Liebe und das ist doch schon unglaublich. Also hier mit den Nachrichten, mit der Kommunikation mit ihm, kommt auch etwas wieder ins Gleichgewicht, kommt wieder etwas ins Heilung und das ist durchaus positiv. Verantwortung noch zu übernehmen, er tut sich damit schwer, also die Anziehung ist da und auch die Anziehung ist da, aber auch diese Probleme in dieser Verbindung noch mit ihm sind noch im Moment da. Es wird auch eine Weile auch noch da sein und da bleiben. Und ja, also es bedarf noch etwas Heilung, aber ist auf dem besten Weg dahin, die Heilung. Hier die Kommunikation, die Nachrichten werden über die Öffentlichkeit ausgetauscht. Also ich gehe mal davon aus, dass es übers Internet geschehen wird oder ihr trefft euch in der Öffentlichkeit, also irgendwie in einem Café oder in einem öffentlichen Gebäude, dass ihr euch hier austauscht. Also hier ist die Anziehung da, das Verliebtheit ist da und er ist voll in diese Seelenpartner-Energie, in diese Liebe voll drin, also in der Mitte, schau dir das doch mal an, Herz 10, die absolut die Wunscherfüllung, er ist da und also Zufriedenheit und Harmonie, besser geht's gar nicht, also er steht da schon recht gut da, also er kann auch keine Verantwortung übernehmen, hier ist die Karte, es kränkelt noch, es ist noch nicht so weit, es geht noch nicht, wegen den Themen, wie gesagt, es hat was mit seiner Vergangenheit zu tun. Er müsste da wirklich alles anschauen und müsste auch zu bestimmten Dingen in seinem Leben stehen. Allerdings hier die Karte kommt auch immer mehr ins Herzheilung hinein. So, das war jetzt von deinem Seelenpartner. Also soweit ich das sehe, du hast im Kopf diese Anziehung, ist bei dir hier so mehr bewusst. Mehr auf der bewussten Ebene und bei ihm ist mehr im Außen. Ob er das will oder nicht, das ist einfach da. Also da spiegelt ihr euch. Also du machst dir hier viel zu viel Gedanken im Kopf über deinen Herzensmenschen. Ist die Herz 8 und schau mal, hier ist die Herz 8 in seinem Herzen. Er fühlt das. Also dass du hier Gedanken um ihn machst, er fühlt das wiederum hier. Dann bei ihm ist im Kopf diese Herz 10, also die feste Verbindung, die emotionale Erfüllung. Und bei dir kommt es hier unten. Also das heißt, hier unten, schau mal, kommt es bei dir. Also das ist hier, was er denkt, kommt bei dir schon rüber. Und du hast hier im Kopf diese Anziehung bei ihm im Außen. Also er spiegelt hier schon ganz viele
Themen schon zusammen. Das finde ich schön. Und bei dir im Kopf kränkelt es bei ihm im Herzen, im Herzbereich. Das macht ihm dann schon so ein bisschen zu schaffen, diese Gedanken. Oder denkt er auch viel darüber oder fühlt er das, was du denkst. Also deswegen richte deine Gedanken sehr positiv aus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du positiv ausgerichtet bleibst. So, was ist seine Seelenbotschaft an dich? Hier sind zwei Karten gekommen. Das kannst du dir auch gerne anschauen. Einmal die Karma. Ja, ich weiß, wir kennen uns schon aus dem früheren Leben. Und auch in diesem Leben hatten wir Schwierigkeiten, zusammenzukommen. Immer wieder wurden wir getrennt oder sind erst gar nicht zusammengekommen. Und immer wegen Dritten. Man hat uns immer Steine in den Weg gelegt und nun ist es wieder so, dass wir dieses Problem des Karmas haben. Eine Karma-Auflösung wäre angebracht. Helfe uns mit einer Karma-Ablösung. Und die Träume? Ich brauche jede Nacht von dir. Ich träume jede Nacht von dir. Ich werde wach und bin schweißgebadet. Jede Nacht werde ich einmal mindestens wach, manchmal auch öfter, habe ich von dir geträumt und kann dich fühlen. Ich würde dich so gerne sehen wollen, aber leider lässt mein Terminkalender ein Treffen zurzeit nicht zu. Bitte gedulde dich, ich werde bald auf dich zukommen. Ich möchte mit dir ein Rendezvous. Also seine Seele, also natürlich kennt ihr euch von früher, also denke ich schon. Also es gibt keine Begegnungen, die einfach so sind oder Zufälle. Das ist alles schon von langer Hand an geplant. Das Karma und die Träume. Und natürlich wirst du auch vielleicht du nachts wach. Und dann schaust du auf die Uhr und denkst, warum werde ich jetzt wach? Und das ist dann dein Seelenpartner oder dein Herzensmensch vielleicht, der an dich denkt. Wir sind miteinander verbunden und auch Gedanken. Deswegen, er spürt jede deine Gedanken. Deswegen überlege, wie du denkst, wie du dich ausrichtest. Und hier mit dem Karma, Karma-Ablösung, was du da gut machen kannst, die karmische Blockadenlösung in der Hypnose, habe ich auch noch in der kommenden Woche auch in Angebot. Das kannst du auch übers Telefon machen. Das ist sehr wirksam. Unterschätzt das mal nicht, also in der Hypnose, so eine karmische Blockadenlösung. Also es befreit dich von bestimmten Situationen, wo du das Gefühl hast, wo dein Unterbewusstsein dir Situationen schafft, weil die sich an etwas, an eine frühere Geschichte sich erinnert und weil das damals bedrohlich eventuell auch war. Und dann reagierst du so drauf. Also das ist dann so Abwehrmechanismen. Und also in diese karmische Blockadenlösung in Hypnose passiert so viel. Du lässt so viel Altes, Schweres, Belastendes, also wirklich einfach los. Und dann kann sich das auch ganz, ganz anders entwickeln. Hier aus dem früheren Leben habe ich hier die zwei Karten nochmal sind gefallen. Hier auch von Lichtenergie die Karten von der Simone Licht. Und hier sind zwei Karten gefallen. Ich mag es gar nicht zeigen. Also die Gewalttätigkeit und die schwarze Magie. Also es kann sein, also es schwingt hier bei deinem Gegenüber. Fühle in dich hinein, was es mit dir macht. Das können Hinweise sein. Immer wenn du irgendwie das Gefühl hast, du gehst damit in Resonanz und es macht was mit dir, dann hat es auch hier wahrscheinlich eine wichtige, ist das auch wahrscheinlich ein wichtiger Hinweis für dich. So dieses Gewalttätigkeit und die schwarze Magie, und das kommt bei deinem Gegenüber. Entweder war er im früheren Leben gewalttätig und hat die schwarze Magie verwendet, oder wird ihm das, widerfährt ihm das irgendwie jetzt? Weiß ich nicht, fühl da mal in dich hinein. Solche
Themen kann man wunderbar in eine Rückführung erkennen und auch auflösen. Durch das Erkennen, durch das Erlösen kannst du das so für dich, also auch viele Dinge auch erkennen und auch annehmen und damit ganz, ganz anders umgehen. Hier aus dem Engel der Liebe Orakel: Leidenschaft, erlaube deinem Herzen und deine Seele vor Freude zu singen. Also wirklich von Freude zu singen, das ist auch wunderbar. Also wirklich dieses Gefühl zuzulassen, das ist seine Seelenwunsch. Und hier kamen ja also ganz viele Karten. Also ich hatte ja hier zwei Decks. Vermischt hast du ja auch gesehen. Und jetzt schauen wir mal, welche Karten sind hier gekommen. So, hier sind die Karten gekommen, tiefe Vertrauen bei deinem Gegenüber. Da ist ein tiefes Vertrauen da. Dann kam die Karte, dass der dein männlicher Soulmate ist, also dein männlicher Seelenpartner. Das weißt du bereits. Und dass du die weibliche Soulmate bist, da kommt es ja auch. Also es ist unglaublich, die Karten, sage ich dir. Dann kommt die sexuelle Anziehung, Erotik und Sexualität. Dann kommt das Verheiratet sein. Entweder ist er verheiratet oder wünschte sich eine feste Partnerschaft mit dir oder eine feste Verbindung oder eine Ehe. Verheiratet sein, das steht auch für Partnerschaften, ja. So, dann kommt er nochmal, dass der die männliche Seelenpartner ist und dass ihr Zwillingsflammen seid. Ihr seid Zwillingsflammen und das spürst du wahrscheinlich auch und er spürt es ja auch. Und dann kommt er Traurigkeit und Depression. Oder ist er halt traurig und ist in der Depression, weil er verheiratet ist und weiß er nicht, wie er da rauskommen soll. Aus dieser Verbindung, das ist auch alles nicht so einfach. Also es kommen auch so melancholische und traurige Gefühle bei deinem Gegenüber hoch. Und hier kommt die Karte der Tod. Also Tod steht immer für die Transformation. Das ist auch die Zahl 13 und die 5 Stäbe in dieser Woche für dein Gegenüber. Und dazu nochmal die Bedeutung aus diesem Tarot. Moment, bitte stehen bleiben. Also die 13, das steht für die Transformation, dass da halt also alte Dinge einfach transformiert werden sollen. Also was jetzt nicht mehr zeitgemäß ist, damit auch etwas Neues in sein Leben kommen kann. Also steht auch dafür für Tod und Wiedergeburt, also dass etwas vergeht, damit etwas neu werden kann. Und es ist wichtig, von diesen alten Verstrickungen sich zu befreien, auch äußerliche Veränderungen. Vielleicht nimmt er auch ab, verändert sein Style, vielleicht möchte etwas in seinem Leben generell verändern. Und er ist jetzt bereit, auch sich zu verändern. Es ist wichtig, dass er auch den Schmerz akzeptiert und dass dieses Alte alles loslässt, was er nicht mehr ist, dass er das loslässt. Und wirklich, dass er auch überdenkt, an welche Beziehungen oder Situationen er noch festhält. Und es ist wichtig, nicht festzuhalten, weil jedes Festhalten ist jedes Nein, hindert ihn in seinem Lebensfluss. Wir sind ja im Prozess, in dem Lebensfluss hindert ihn ja. So wichtig ist, dass er Ja sagt, Ja zu diesem Veränderung, Ja zu dem Prozess, Ja zum Leben. Das sagt die Karte jetzt in diesen kommenden Tagen. Und der 5 Stäbe steht für Streben. Also da ist noch eine unerfüllte Sehnsucht bei ihm und Verbitterung und Ängstlichkeit. Und egal wie er danach strebt, sein Leben im
Griff zu bekommen, ist einfach diese unerfüllte Sehnsucht da. Und das gibt ihm das Gefühl der Resignation, so dass er sich so fühlt einfach, ja. Es ist wichtig, dass er sich nicht ermutigen lässt, sondern dass er trotzdem nach vorne schaut, trotz Behinderungen weitergeht, auch wenn da jetzt noch Schwierigkeiten da sind, und dass er auch wirklich diese Bereitschaft zeigt, sich der Situation momentan zu stellen und etwas dagegen zu unternehmen. Und so kann der auch seine Ziele verwirklichen, dass er Schritt für Schritt vorgeht, dass er alles was leichter nimmt und dass er dann auch immer Stück für Stück, wenn er weitergeht, auch mehr seine Gefühle zeigen kann und ausdrücken kann. Sagt ihm auch hier die Karte, also wenn er in diese Herzheilung kommt, also in diese Herzheilung kommt, also wieder meine Kamera umgefallen, dass er hier, also dieses Herz 8, dass er das auch wieder mehr zeigen kann und fühlen kann. Also ich muss mir hier was mit meiner Kamera was einfallen lassen, dass ihr das auch gut sehen könnt. Also ich nehme das hier auf, ich habe mir hier einen kleinen Altar gebaut. Und ich habe hier meine ganzen Karten und Steine, hier meine YouTube-Ecke hier. Und da kann ich mich voll entfalten. Und möchte auch gerne hier das Orakel so beenden, dass ich noch eine Karte aus dem Reka-Kartendeck ziehe für dich. Aus dem Wolke 7, also für deinem Gegenüber. So, Sekunde. So, wunderbar. Also die Botschaft an deinen Herzensmenschen ist, Engel der Weisheit, deine innere Weisheit wohnt in deiner Seele. Lausche auf deine innere Stimme und lebe bewusst deinen liebevollen Werten. Betrachte dein Leben aus der Perspektive deiner Weisheit. Also es geht darum wirklich, dass er so in seine Seele lauscht und auch auf seine innere Stimme und dass er da diese Werte wichtig nimmt und es wird ihm halt auch neue Perspektive in seine Weisheit in seinem Leben geben für deinen Herzensmenschen. Und schau mal hier, ich habe hier meine tolle Steine hier mitgebracht und ich würde gerne ganz intuitiv greife ich hier in diese Steine hinein und lege hier ein paar Steine hier auf. Mögen diese Steine auch hier ihre Energie entfalten, mögen das auch hier mit ihm dieses Orakel fließen. Ich habe jetzt nicht geschaut, welche, weiß ich auch nicht alle Bedeutung. Ich mache das ganz intuitiv und auch für deinen Seelenpartner. Mögen hier die Steine hier auch wirken, die werde ich jetzt auch eine Weile hier stehen lassen, damit sich das auch wunderbar alles hier entwickeln kann. Ich kann dir gerne diese Steine zeigen, vielleicht erkennst du auch den einen oder den anderen hier. Da ist ein blauer, ein Amethyst sehe ich dabei. Also ich kenne die auch gar nicht alle. Ich glaube, roter Jaspis ist dabei. So, und das ist bei deinem Gegenüber. Da ist ein Rosenquarz, das habe ich schon erkannt. Schau dir die Steine alle an. Tigerauge, glaube ich, auch. So. Und das kann hier auch noch ihre Wirkung hier in diesem Orakel auch entfalten. Also ich lasse mich intuitiv immer leiten. Die Steine habe ich für mich gekauft, für einen besonderen Belohnungssystem, was ich für mich, für bestimmte Dinge, die ich tue,
möchte ich mich gerne mit einem Steinchen belohnen und dann sammle ich die Steine und wenn ich die dann voll habe, dann werde ich auch etwas Schönes für mich gönnen oder Schönes für mich erlauben. Ich hoffe, dir hat auch dieses Video gefallen, trotz dass die Kamera umgefallen ist, trotz dass es sich hier so ergeben hat. Es ist alles bei mir authentisch, alles echt, es wird nichts gespielt. Das ist das Wichtigste. Seid ihr auch, wie ihr seid. Ihr braucht auch nichts, also darzustellen, was ihr nicht seid. Also in der Spiritualität ist auch wirklich ein wichtiger Wert, authentisch zu sein, wahrhaftig zu sein, bewusst zu sein, ehrlich zu sein, die Liebe und das Licht, was du in innen bist, auch nach außen zu tragen, zu spiegeln und zu leben. So, wenn dir das gefallen hat, dieses Video, freue ich mich über ein Like. Natürlich auch, wenn du meinen Kanal folgst, klicke auf den Button hier unter dem Video auf das Abonnieren und dann wirst du auch direkt benachrichtigt, wenn es etwas Neues von Kanal Reka gibt. Natürlich musst du nochmal auf dieses Glöckchen nochmal draufklicken, klicke auf die Glocke. Dann kommt auch das E-Mail, also auch ein E-Mail, wenn es etwas Neues, Spontanes hier vom Kanal Reka gibt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.